I know how you must feel. Lost, alone, hopeless. Yeah. You probably deserve it. Yeah. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Every portrait that is painted with the feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. Ja, Leute! Moin, Mädels! Moin, Jungs! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kato de Karl Kuschinski. Es handelt sich um ein Horror-Game. Bei diesem Horror-Game, ja, ihr seht es im Titel, Layers of Fear. Es hat nichts mit dieser Zahl zu tun. Diese Aufnahme ist das Resultat eines Wunsches von vielen Zuschauern da draußen. Damit meine ich dich und deine Freunde, die vermutlich diesen Kanal immer noch nicht abonniert haben und Glocken nicht aktiviert, aber ist auch nicht so... ja, Layers of Fear ist ein Horror-Game. Let's go! So. Ich weiß auch nichts über dieses Game. Es haben einfach super viele Leute in die Kommentare geschrieben. Kalle, also seit ich das erste Mal Visage gespielt habe, was wir jetzt, by the way, beendet haben, oder zu Ende gespielt haben, sagen die Leute immer wieder, spiel Layers of Fear, Kalle. Ne? Ah, ja. Ah. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen. Belästigen? Sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben und gerne die Glocke aktivieren. Schädlingsbekämpfer. Also ich muss sagen, das sage ich auch immer, jedes Horror-Game muss immer irgendwelche Texte haben. Alter, das hatte krassen Flow. Immer irgendwelche Texte haben. Hier ist jetzt ein Zettel dran geklebt. Mein Herr. Ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Also es gibt keine Namen, ne? Irgendwie gibt es keine Namen. Ah, hier ist ein Schlüssel. Was? Okay, er hat gesagt, wo er den hinlegt, ne? Also wichtige Information ist eigentlich nur, dass der Schlüssel für diesen Raum in meinem Büro ist. Ich kenne das Setting des Games nicht. Ich weiß nicht, worum es hier geht. Weiß nicht, worum es hier gehen wird. Es wirkt ein bisschen älter von der Zeit her, in der wir uns befinden. Das sieht man auch ganz gut hier an der Kochstelle. Da wird wahrscheinlich hier unten noch schön Feuerchen gemacht und so, ne? Auch die Redensart, die Schreibweise. Es wirkt schon alles sehr altertümlich, wollte ich schon fast sagen, ne? Gut. Aber es gibt schon Strom. Also so alt ist es dann doch noch nicht. Nee, wir alles anfassen. Rattengift, okay. Also wie gesagt, Schädlingsbekämpfer und so. Haben wir eh schon mitbekommen. Achillesprothesen, Unterknieprothese. Okay, diese Badewanne muss mal jemand sauber machen, bin ich ehrlich. Also, ja, wo sind wir hier? Im 20. Jahrhundert irgendwann? Scheinbar. Alter, das sieht aus wie dieses Lulface, oder? Von Twitch. Wo ist denn eigentlich mein Büro? Wow! Okay. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns etwas Besonderes... Ja! Was ist versprochen? Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Rotkäppchen! Kann das umdrehen. Alter, der hat die richtig gesnackt. Hier hat jemand richtige... schwierige Vorstellung von diesem... Ist das ein Affe? Also, Leute, die mich kennen, wissen, ich gucke mir jetzt nicht immer jeden Brief so ganz genau an und lies mir auch jetzt nicht immer jeden Text 10 Jahre durch, weil es könnte ein bisschen zu lange dauern. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder etwas Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Okay, wir haben den Schlüssel für unten. Hier oben scheint jetzt erstmal nichts allzu Interessantes zu sein. Das weiß ich nicht. Da kommt ein Ball raus. Ah, ein Kinderzimmer. Okay, sieht aus wie so ein Nussknacker, ne? Sind wir hier in London oder wo sind wir hier? England? Offensichtlich ein Girl. Aber wie ist denn das so mit Licht in solchen Räumen? Gibt's gar keinen Schalter, Bruder. Oh, hier liegt noch was. Ist das eine Rassel oder... Okay, was ist hier los? Alter, nicer Dog. Okay, dann. Jetzt haben wir aufgeschlossen, automatisch. Okay, hier wird gemalt. Okay, die Tür ist zu.
Okay, die Tür ist abgeschlossen. Das finde ich wiederum nicht so geil. Hat jemand in meinem Bild rumgeschmiert? Hier sind Farben oder so. Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen. Wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Das sind eine Menge Pinsel. Die so zusammenkleben. Aber wobei, kann sogar sein. Sieht irgendwie nicht gut aus. Aber komme ich jetzt hier raus? Ja. Hä? Es sah jetzt aber vorher nicht so aus, oder? Jo, die Tür ist zu. Kann ich da nochmal rein, bitte? Was sagst du? Weiter. Ey, solche paranormalen Scheißsachen, ne? Oh, nee. Ey, nee. Wo ist denn das Licht hier? Hallo? Ey, was für ein Drecksladen? Ich bin wieder woanders. Da ist der Lichtschalter. Wo sind wir denn jetzt? Going in circles. Ich laufe im Kreis. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, wir möchten Sie höflichst, jedoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nichts an und besonders nicht unsere Kinder. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir Sie warnen. Sollten diese Dinge so weitergehen wie bisher, wir uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Achtungsvoll, Ihre äußerst müden Nachbarn. Ja, also wir wohnen hier scheinbar nicht alleine. Also ich habe eine Frau. Ich bin der Künstler scheinbar. Ich habe irgendwie auch Bedienstete, aber es wohnen noch andere Leute hier mit ins Building, alle? Aber so schlimm ist das Spiel bisher ja nicht, ne? Oh, ich brauche ja eine Nummer. Das ist geil. Aha. 854. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. Will you marry me? Also er hätte jetzt seine Frau das krasseste Kunstwerk genannt, habe ich verstanden. Never forget. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt, schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren, selbst dann nicht. Wenn die Tür offen steht, ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Dieser Stuhl sich gerade bewegt hat, das habe ich natürlich bemerkt, aber ich habe es einfach ignoriert, weil ich schon jetzt ein bisschen Schiss habe. Oh, scheiße, Bruder. Arme Nakoi. Oh. Mein Lieber, obwohl du noch nicht mal. Okay, Brief an das kleine Kind. Oma! Nur noch Königin! Tschüss, Bruder. Staubmäuse, selbst in meinen Lungen. Protester. Oh nein, muss ich hier gegen so Ratten und sowas kämpfen? Das wäre mega unbelohnt. Junge, was ist das für eine Hütte? Hä? Ich bin eben hier durch den Boden gefallen, weil da so ein komisches Baby an der Wand hing. Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann ist da wahrscheinlich wieder was ganz anderes. Nur so zwei Bilder in einem. Tschüss, Kleber. Paint deep lies. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Ja, kann ich das jetzt weglegen, oder? Ja, es ist irgendwas mit Mäusen und Ratten und eklige Scheiße und Pest. Ja, ah!
Oh, shit! Alter. Das hört sich jetzt so ein bisschen, als würden wir humpeln. Nee, was gibt's hier? Immerhin ist hier überall immer so ein bisschen Licht, ne? Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Wir müssen also wieder einen Schlüssel finden. Ich humpel echt so ein bisschen, ne? Oh, ich hasse es! Paprika. Ja gut, irgendwie Vorratskammer-Business hier. Man hat auch gar keine Orientierung in dem Spiel. Jetzt geht hier wieder die Tür zu. Ich komme da nicht rein. Küche! Aber hier war ich doch schon mal! Okay, jetzt verstehst du, was ich meine mit you're running in circles, meine, ne? Mhm. Jetzt ist das Knoblauchzeug weg, ne? What is going on in the Drunken Sailor? What's going on? Was passiert hier, Mann? Hallo? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. Carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Digga, der hat da irgendjemand die Haut abgeschnitten. Und jetzt trage ich die Haut mit mir rum. Das macht mich alles fertig. Warum stand gerade was? Oder steht was? Zuerst suche ich nach einer Leinwand. Nicht irgendeiner Leinwand. Ich musste ein Messer finden. Nicht irgend so ein Brotmesser. Ich musste. Achso, das ist jetzt quasi das, was er eben gesagt hat. Hier wieder raus, wieder woanders. Hier, Fahrstuhl. Oh, da war jemand. Schlüssel. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Okay, tschüss. Also in dem Brief eben da drüben stand irgendwas von Hauttransplantation. Und jetzt haben wir diese Haut da abgezogen. War eben auch noch kein Fenster. Die haben wir jetzt aufgeschlossen. Brennt irgendwie. Also wo ist der Zusammenhang zwischen Ratten, Haut, leise sein, Künstler, Bilder? Das sind so die Dinge, die ich jetzt so mitbekommen habe. Aber das brennt halt wirklich, ne? Hier krache ich gleich in den Boden. Aber vorher will ich hier lang. Ja, vielleicht doch lieber verbrennen? Ja, gut. Baby, Blut. Ach ja, und so ein Kind haben wir auch noch. Wir haben auch irgendwie schon so einen Brief an unser Ungeborenes geschickt. Geschrieben. Also diese ganzen Zettel, die gehen mir so auf den Sack, ne? Diese ganzen Zettel in diesem Spiel, in solchen Spielen, die gehen mir immer übelst auf den Sack. Hier so ein Wandschein interessiert mich jetzt nicht. Was ist hier los? Hallo? Tür ist wieder zu. Verschlossen. Alles klar. Verkackt. Ich hab mich nämlich... Hä? Ich hab mich übelst gewundert, dass der Raum sich nicht schließt. 165. Wahrscheinlich wieder für irgendein Zahlenkombinationsding. Kein Plan, wie man den benutzt. Aber 165, wird das da überhaupt passen? Gehen wir erstmal nochmal weiter.
Ach, Mann. Das ist creepy. Jetzt bin ich in der richtigen Seite. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Kann nicht zurückgehen. Was? Jo, okay. Alles klar, der ist nicht mehr am Leben. Aber wie es aussieht, hat's der nicht mehr so lange gemacht. Ih, der tropft. Oh, es war so klar. Also das sieht nach dem... Sieht aus, als wäre der Rollstuhl geschmolzen oder so. Brother! Was ist das hier für eine Scheiße, Digga. Hier war ich auch schon mal. Nein. Ja, alles gut. Licht an. Licht an. Shit. Ja. Nein, bin nackt. Scheiß drauf, Digga. Ich komm gar nicht raus. Ja. Aber was ist bei dem Bild passiert? Was ist hier? This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Ist das so meine Stimme die ganze Zeit oder von irgendwen anders? Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Die Tür schmilzt. Alles schmilzt. Alles schmilzt. Oh shit. Is your heart in your cold? Yes in your no. Muss ich weiter schmelzen? Kann auch nicht springen und ducken und so gar nichts, ne? Wie gut die Flasche. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it till blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Also die Leute hier in diesem Haus haben astrein krasses Problem, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Denen geht's nicht so gut, ne? Prothesendiebe. Nimmer satte Bastarde. Kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? Aber kann ein anderes Programm einstellen. Ich kenne mich mit so Grammophonen und sowas nicht aus. Das ist gepitcht. Oder ja, ist einfach schneller. Sehe ich jetzt nicht.
Oh, jetzt mache ich es wieder zurück. Dann müsste ich jetzt hier auch wieder rauskommen, oder? Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Crazy shit. Vertrag es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht und hier bist du nun, wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Dieser ganze leidender Künstlerunfug hat jetzt aufzuhören. Nicht gut. Das Gefühl, dass ich schon relativ weit bin in dem Game. Das Spiel ist auch nur 4 GB. Yo! Groß. Was ist das denn? Ketten, Alter. Wir haben immer noch diese Nummer 165 im Hinterkopf, aber irgendwie weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte ich sie doch bei diesem Safe benutzen müssen, aber ich wusste nicht, wie man das macht. Kreative Blockade. Ich will mich nicht umdrehen. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Scheiße, scheiße, scheiße. Immer Lichter machen, ne? Ich weiß nicht, ob ich auch hier zu schnell durchgehe, aber ich hasse sowas auch hier. So, mir jetzt alles 20 Jahre anzugucken, ist nicht so meins. Heute wieder neue Zettel. Sogar noch schlimmer als zuvor. Das Traurige daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Okay. Licht. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so linear gedacht ist, wie ich das jetzt hier spiele. Jetzt kann ich mich entscheiden, gehe ich hier lang oder da lang, aber dann geht der Raum eh wieder zu. Lul! Blinde Narren. Blinde Narren. Idioten. Einfallspinsel. Ugly. Ugly. You ordered a true portrait. So that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face! Ich weiß auf jeden Fall, in diesem Haus gibt es irgendwo Räume, die ich nicht sehen will. Die Bücher, die auch einfach besitzen, Alter. Das ist nicht das erste Bücherregal, was ich sehe, ne? Digga! Telefon! Ah, Telefon! Ja! Boah, ist das anstrengend. Halt das mal jemand. Digga! Ist das anstrengend? Hallo! Vielleicht andersrum. Was andersrum? Yes, Spears. Yes, Spears. Sorry, aber das Telefon war gerade ultra nervig. Endlose Erinnerung. Okay. Oh mein Gott. Okay.
Hey, das verwirrt mich so krass. Oh, no, no, no. Ich kann nicht weiter. Was ist denn jetzt los, Digga? Okay. Was ist denn das hier? Das ist ein Raum, den ich eigentlich nicht betreten wollte. Kackmäuse. Keinem Spiel so viele Türen aufgemacht wie in diesem hier, glaube ich. Nein, 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 nein! Das ist nicht cool, Mann. Stille Schwimmer, die verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser, keine Bäder für mich. Okay, tschüss. Was ist das für ein Raum? Oh, ich habe ein Spiegelbild. Was auch immer ich hier sonst noch finde. Ah, nee. Ja, genau. Cool, wieder so ein endlos langer Gang. Sagen, ich will einfach nur nach Hause. Ich will nicht mehr. Ich möchte einfach nur nach Hause. Cool. Ich möchte einfach nur noch schlafen und ins Bett. Anyone? Da war doch gerade jemand. Wieso ist alles schwerelos? I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint, made for a lovely undercoat. Wir sind ein ziemlich kranker Bastard, glaube ich. Das ist so unser Ding. Was haben wir denn für eine kranke Vorstellung von dem ganzen Shit? Wir sind ja richtig abartig. Wir sind ja richtig widerlicher Typ. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Alright, also, ich bin sowieso 3 von diesen Dingern gesammelt. I don't know. Ist ja auf jeden Fall ein interessantes Game, muss ich sagen. Vielleicht spielen wir das nochmal zu Ende. Wer weiß das schon. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Ich muss jetzt erstmal auf mein Leben klarkommen. Tschüss.